Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier gerade auf dem Marsch Version 2.6. Ja, hier kurz Info. Infofeld rechts, gab auch ein Update. Es flackert nun nicht mehr, ne? Wird nun korrekt angezeigt. Neben den Mod, neben den Peps. Ja, diesen hier Geomod hier, Dings hier, nein, die Geomod nicht hier. Perfect Farming hier. Ist auch Update aktualisiert worden zum zweiten Mal schon. Ja, wir werden mit dem Schwarten beginnen, ne? Und zwar ersten Wegpunkt, Feldmodus und Abfahrer einstellen, weil er fängt ja da oben irgendwo an. Einstellen. So, dann mal gleich den zweiten einsteigen. Und schon mal aufs Feld fahren. Und hier muss ich auch nur starten. Hat er in der letzten Folge das programmiert. Und jetzt geht das los. Halt. Ja, rechts passt. Und einstellen. Ich fahre mal mit. Damit er beim ersten Mal es klappt. Dass beide im Prinzip nicht kollidieren, ne? Da der Anhänger auf links fährt, ist die Gefahr eigentlich jetzt gering. Ja, liegt mal ein bisschen Heu. Das kann zum Ballenpressen eigentlich kein Problem sein. Es kann nur sein, dass ab und zu mal ein Heuballen rauskommt bei. Mit dem ja, muss ich leben. Denn beim letzten Mal hatte ich direkt auf Schwatt gelegt gehabt. Mit den Traktoren. Und den Pöttinger-Mähwerken. Und die Ballenpressen haben nicht die volle Breite genommen. Teilweise. Man sieht, links und rechts was liegen geblieben. Ist für die Ballenpresse dann der Arbeitsmodus zu schmal. Ob es nur an den Pöttinger-Pressen liegt oder an den allgemein so wäre, müsste ich mal testen. Ne? So, das läuft schon mal. Oder was auch sein könnte, dass die Schwatter an sich schmaler sammeln. Ne? Das kann auch sein. So. Hier kommt die Abstandswarnung im Spiel. Und was ist nun los? Normaler, achso, ist der Kurs so blöd. Achso. Also jetzt muss ich eingreifen, nützt ja all nichts. Oh, das wird schwierig. Ja, entlassen und schnell zurückfahren. Das liegt am Kurs, das war jetzt entsprechend Anführungszeichen blöd gefahren wird, in Anführungszeichen. Macht aber nichts. Der Sammelwagen fährt eh dann lang. Ne? Jetzt gehen wir auf den nächsten passenden Punkt und stellen wir wieder ein. Jetzt macht er zwar den Rest wieder zusammen. Wie gesagt, die Ballenpresse fährt dann einmal auch da lang und gut, das Ding in der Mitte natürlich nicht. Ja, gut. Vielleicht mache ich es manuell. Vielleicht lasse ich es liegen für. Ja. Nächste Mal halt, ne? Deswegen. Oh. Ja, das ist beides jetzt blöd. Ja, gut. Das ist beim in dem Fall ist es so, weil die beiden Kurse mal kurz gucken kann. Die beiden Kurse liegen dicht zusammen. Dadurch kommt dieses bisschen Chaos zusammen. Nächstes Mal ist, dann passiert das nicht mehr, weil er jetzt im Prinzip näher diese Bahn nimmt. Hier mit dem Rest ist ganz gut, das ist zum Plus. Macht er eh die Außenbahn neu. Man könnte hier mal gucken, Einstellung, erweiterte Einstellung beim V
Früh anheben, spät absenken. Ja, eigentlich passt das. Das heißt, ich bin gedanklich verkehrt. Aber er wird ja zum Schluss hier den Kurs nehmen und dann nimmt er diesen hier, was er gemacht hat, wieder auf. Deswegen mache ich das ja so. Dass er beim Ballenpressen kommt noch ein Vorteil hinzu. Wenn er erst in der Mitte presst, dann liegen die Ballen in der Mitte und nicht am Außenbereich. Beim Wenden ist das natürlich mal blöd, wenn wir da entsprechend noch Probleme kriegen könnten. So, jetzt müsste ich gucken nach freien Traktoren für die Rüben. Das wäre so einer, ne? Immer anders fällt das fertig. Einklappen. Das Rübenfeld vorbereiten, das ist das nächste. Also, ein Rübenroller ist schon da. Das erste Feld, da wird einer auch reichen. Das ist unser Feld für ja, Getreide, Weizen oder Gerste. Kalkstreuen erstmal fertig. Ja, und dann mal sehen, ob wir in den nächsten die Felder. Oh, die Hopfenfelder auch noch zumindest ein Gäres zu behandeln. Ne? Aber das mache ich dann später. Hopfen kommt ja im Frühling Sonnenblumen rauf und da ist das nicht ganz so stressig. Können wir auch im Frühling noch pflügen zur Not. Ne? Ich fahre mal zum Hof, liefer mal den Kalkstreuer ab. Dann rüste den Traktor um auf. Ja. Normale Bereifung, Breitreifen. Und dann sehen wir weiter. Machen wir Innensicht machen, ne? Das war V. C. So dunkel. Tiere haben die Futter. Ich bin immer da vorsichtig. Gucken wir gleich nach. Eigentlich nicht. Das sieht gut aus. Aber ich weiß, wir haben Schweine wieder dabei, die müssen jetzt zum Schlachthof gefahren werden. Ne? Ja gut, zur Not im Winter halt zwei Fuhren. Ne? So, ich brauche gleich einen Anhänger für Rüben. Der Traktor könnte man gleich reparieren und umrüsten. Takten müssen wir auch. Stellen wir mal die Sache hier ab. Ich werde mal im Winter sortieren nach Traktoren, was ich alles da habe. Und dann mal so eine kleine Garagen aufstellen. Ne? So eine kleine Hallen. Dass wir da ein bisschen. Das Gewicht ist unten, das ist schlecht. Ich hatte auf V gedrückt gehabt, deswegen. So. So, hinten abkoppeln. Jetzt fahren wir gleich mal rüber. Die Anhänger müssen ja auch repariert werden. Da holen wir gleich mal zwei. Und zum Anfang würden eh zwei reichen, ne? Aber später fürs große Feld, da müssen wir mindestens. Oh, habe ich da eines da? Ja, gut. Kommt dann so die Anhänger hin. Könnte ich auch mit einem LKW unterstützen, ne? Könnte ich. Oh. Karambolage. Mann, ich. Richtig erschöpft. Reif in Urlaub. Ja, was würde ich sonst machen normalerweise, wenn ich nicht spielen würde? Ja. Ich würde auf der Couch einschlafen und dann wäre die Nacht versaut, kann man sagen. Ne? Also wenn ich zu viel schlafe, dann kann es sein, dass ich nachts nicht schlafen kann. Beziehungsweise nicht mehr einschlafen kann. Das ist schlecht. Der Hänger hat auf jeden Fall prozentual und er soll oder die soll entsprechend flügen, takten muss ich auch. So.
Er kann nicht tanken von alleine, weil kein Kurs dran ist, ne? Also er müsste also vom Kurs abweichen, das funktioniert halt nicht. Müsste mir noch, was ich machen wollte, eine eigene Tankstelle aufstellen. Hier muss ich Sprit ja kaufen. Und wenn ich einen eigenen habe, ich stelle ja selber her, sind wir da ein bisschen, ja, wir sparen halt ein, ne? So, reparieren, dann konfigurieren. Und zwar, Breitreifen. Wir haben noch mehrere, Nokian, Kommunal, Big Boys. Big Boys sind auch gut. So. Das passt. Breite Reifen. So. Dann muss ich reparieren. Anhänger reparieren. So. Und konfigurieren. Und zwar. Das ist jetzt der kleine Variante. Das ist die große. Wir nutzen die kleine. Weil für Rübenanhänger ist das besser. So. Habe ich repariert? Ich glaube schon. Gewicht fand ich, aber das ist nicht tragisch. Gut. Das Nummer 1. Dann brauche ich noch einen Traktor. Zweiten. So. Die wollte ich nicht nehmen. Ich wollte noch drei Felder noch mähen. Ja, deswegen ist er auch. Naja. Also den hatte ich noch nicht angestellt. Junge, Junge. Unser Milchfahrer hat über den Haufen gefahren. So, schau mal, um die Physik aufkommen. Dann fährt rückwärts. Ach so. Ja, da war so nix. Vielleicht gelingt es mir eben ein bisschen aufzurichten. Junge, Junge. Schubsen vielleicht. Hat nicht funktioniert. Gibt's doch gar nicht. Dann habe ich auch genau in der Molkerei stehen lassen jetzt mal und dann ist der andere gegengefahren. Genau. Ups, kipp um. Wisst ihr was? Zurücksetzen. War da was drinnen gewesen? Keine Ahnung. Wenn Milch drinnen war, ist schlecht.
Na. Junge, Junge. Tut sich aber schwer. Will nicht. Lampe. Das mal aus. Na, was sagst du denn? Mann, hab hier Zeit verklärt, du. Schiebst doch gar nicht. So, hoff mal, dass es anklippt. Und aufrichtet. Jo, war leer. Gut, einstellen, Milch holen. Rübenschütze, ist ja nicht gereicht. Alt 0. Und globaler Markt ist nicht aktiviert. Dann mache ich anders. Ich fahre mal zum Kuhstall und nehme mal den Kuhstall als Punkt an. Weiß ich nicht genau, was ich kopiert habe. Ich muss mal den Ordner sortieren bzw. Ordner dazugeben. Dann wäre das vielleicht ein bisschen leichter zu finden. Aber es ist gerade hier Stall 1 Milch in den Dreh. Beim globalen Markt habe ich noch nicht den Server gestartet. Und daher könnte er gar nicht annehmen, die Milch. Ne? So ist das auch kein Problem. Würde funktionieren, also wir brauchen ja keinen globalen Markt, sagen wir so. Die Brauerei ist ja voll mit Getreide und Hopfen, von daher ist jetzt kein Problem. Müsste ich uns kurz Spiel beenden, speichern und neu starten. Ich könnte auch das Bild rausklicken, theoretisch, also das Bild rausgehen und dann nochmal starten auf dem Desktop. Hätte aber das ja Problem ist nicht, aber es wäre dann theoretisch so, dass die bei mir ist jetzt ja nicht, dass diese FPS-Zahl bei mir schwankt ja ein bisschen, immer angepasst und zwar nach Leistungsprinzip. Und wenn das konstant wäre mit 60, dann wäre das im Prinzip von vornherein, wenn der Rechner richtig warm wäre, sagen wir so. Wenn er ein bisschen schwankt, dann geht's. Dann höre ich ihn nicht. Sag mal so. So. Den Punkt haben wir erreicht. Wir haben auch genug Milch da. Kurz mal Outdrive mal ganz kurz ihn zeigen lassen. Auffüllen Milchstand 1. Aha. Dann könnte ich ja mal. Entlade. Hof. Geht ja mal auf, ne? Da. So, Milch. Gut. Hoffen wir mal, dass ich gleich wieder andere wieder. Gut, der andere fährt ja nicht mehr. Da müssen wir gleich mal gucken. Weil der. Ne, da. Weil der muss ja nachher von dem Platz weg sein, weil dann sind wir sportlich, komm rüber. Jo. Weil der ja im Prinzip im Wege stehen würde, ne? Und mit meiner ungefähren Schätzung müsste die BGH voll sein. Ja.
Gut, lass ihn fahren und da stehen bleiben normalerweise. Jetzt, ja, zurück zum Hof. Beziehungsweise durchstarten. Was für Traktoren könnte ich nehmen, um die Rüben zu fahren? Bäume, ja, Bäume ist auch noch ein Stichwort. Muss ich schauen. Ja. Den könnte ich nehmen zum Beispiel, ne? Sogar mit Anhänger. Aber hier kann man den Kurs wieder deaktivieren. Ja. Beziehungsweise nicht deaktivieren, aber ausschalten. So. C. Ich denke mal, die Brauerei hat immer genug zur Arbeit zu tun. Die Produktion wird eh bald eingestellt, weil es Lager voll ist. Oh, die Zeit sehe ich gerade. So, zu dem Schauer. Das soll es auch für heute schon gewesen sein. So, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich schaue auch noch den Rest Wochenstart, weil ich gestern vergessen hatte. Ja, gut. Ist bei mir leider so. Ja, ansonsten, schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Weiter vorbereiten. Tschüss.